Yo, Onkel Pillow hier bei 16 Bars TV und wir werfen jetzt mal einen dezidierten Blick auf mein letztes Mal. Ja, mein letztes Mal zugenommen. Jetzt Weihnachten, Massephase. Weihnachten war mieseste Massephase. Ich war letztes Jahr im Sommer so ungefähr bei 85 Kilo, glaube ich, aber halt auch schön mit einem Jahr vorher immer regelmäßig trainiert und so. Ja, als ich geheiratet habe, sah ich auf jeden Fall fly aus. Dann kam jetzt Rap dazu und immer im Studio und so und ja, nicht mehr so auf Ernährung geachtet. Und jetzt bin ich, glaube ich, wieder so bei 90 angekommen nach Weihnachten. Aber im Sommer bin ich wieder bei so 85. Das ist dann auch so ein Gewicht, wo ich sage, da bin ich schon ein sexy Motherfucker dann. Mein letztes Mal einen guten Witz. Letzte Woche war das, glaube ich. Letzte Woche ist eigentlich total behindert, aber ich kann über sowas lachen. Fliegen so zwei Fliegen, ne? Fliegen durch die Gegend und fliegen und die eine fliegt rechts und die andere hinterher und dann fliegt die nächste rechts und auf einmal bleibt die eine stehen. Sagt die andere Fliege, was hast du? Sagt sie so, boah, ich hab Mücke im Auge. Ey, mein letztes Mal eine Punchline zu Tode gefeiert war am vergangenen Sonntag. Als ich einen neuen Snagger-Part gehört habe, da waren auch wieder mehrere drin, die ich zu Tode gefeiert habe. Ich kann jetzt noch nicht verraten, wie die Punchline war oder für welches Release das und so ist. Aber das habe ich lache unterm Tisch mal wieder. Also Snacks zurzeit macht, der hat ja schon auf dem Feature mit mir, auf der Single auf PSSP, hat er schon komplett ernst gemacht. So. Und alles, was ich seitdem von ihm gehört habe, ist auch... Leute können sich warm anziehen. Ist nicht im Sinne von, dass er irgendwen disst oder so. Aber puh, Alter, er spittet auf dem Niveau. Mies. Mein letztes Mal dritte Halbzeit, Digga. Also ich muss ich vielleicht mal betonen, damit jetzt nicht falsche Verdächtigungen aufkommen. Also ich war zu keinem Zeit, zu keiner Zeit ein aktiver Hooligan oder so. Also das war ich nicht. Ich war mal geneigt dazu, mit auf den Acker zu gehen, so zu einem gewissen Zeitpunkt. Und war aber auch eher so, weil ein paar Homies, ja, komm doch mal mit und so. Und ich war eigentlich so, Alter, nein, das ist doch voll behindert, Alter, warum, ne? Ich bin jetzt auch nicht mehr 18, 19 oder so. Und dann war ich aber so, ja, komm ich einmal mit, so, weißt du. Und da meinten die so, ja, Sonntagmorgen 6 Uhr. Ich so, seid ihr behindert, Alter? Ich stehe sonntags morgens um 6 Uhr auf, um mich mit irgendwelchen Leuten aus dem Osten auf die Fresse zu hauen oder was, in irgendeinem Waldstück. Ich so, seid ihr behindert oder was? Handy ausgemacht, so, lasst mich in Ruhe. Und ich war zu keiner Zeitpunkt ein aktiver Hooligan und das werde ich auch nicht sein. Ja... Nichtsdestotrotz kommt es halt ab und zu mal vereinzelt in Situationen, die in einem Zusammenhang mit einem Fußballspiel stehen, wo du halt, ja, dich dann auch irgendwann einfach mal verteidigen musst. So. Und dann haue ich auch halt mal in Umwend sein muss, so, weißt du? Wann war das letzte Mal? Habe ich auch Bewährung gekriegt, 3 Jahre. Ja, 2011, glaube ich. 2012 habe ich dann, ja, 2011, 2012, irgendwie sowas in dem Zeitraum. Also ich bin keiner, der im Fußballstadion geht und die Welle macht und Streitsucht und so. Das bin ich einfach nicht. So, das bin ich auch grundlegend nicht. Ja, mit 16, 17, 18, 19, da bist du halt noch ein bisschen jung und wild und dumm und so. Da war das vielleicht was anderes. Aber ich bin absolut kein Typ, der Streitsucht. Ich bin aber auch keiner, der, wenn was ist so, dann, ne. Ich versuche immer alles auf cool zu klären. Wenn rappelt, dann rappelt so. Punkt. Ja, heute ist ja auch nichts Weltbewegendes. Boah. Ich schwöre, WM. WM im Sommer 2014 bei WM habe ich das letzte Mal bei Tipico Plus gemacht. Ich habe die komplette Saison, die danach kam, habe ich nicht einen einzigen Schein reingeholt. So. Richtig Minusmensch. Ich schwöre es dir. Aber ich hatte an den letzten beiden, an den letzten beiden Spieltagen vor Saisonende, wo dann die WM danach kam, habe ich einfach alles rasiert. Ich habe, glaube ich, an 2 Wochenenden 14 Scheine gemacht und davon sind 10 oder 11 reingekommen. Alle so ab 200, 300 aufwärts. Ich habe zweite Liga getippt, Digga. Ergebnisse, das ging alles gar nicht so. Das waren die 2 Pluswochen meines Lebens. Dann habe ich auch für WM habe ich noch ein paar gute Dinger gemacht. Ey, und komplette letzte Saison war vollkommen Minus. Richtig Minus. Jo Leute, das war's mit Onkel Pillow bei 16 Bars TV. 26.02. Onkel Pillows in Stores. Wir sehen uns. Peace. 16 Bars TV, heute mit Pillard. Mein Name ist Teddy und wir sind hier gerade in der Sportsbar. Wie geht's dir? Gut, gut. Dir auch gut? Mir geht's auch super. Wir haben ja gerade hier schon fleißig getippt. Ist mein erstes Mal, muss ich ehrlich zugeben. Okay. Ich bin sonst hier gar nicht sportaffin und schon gar nicht so, okay. Wetten und so ist nicht mein Ding. Aber du hast mich dazu quasi gedrängt. Wir können ja